Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Lidl Food Haul. Ich war wie immer beim Lidl einkaufen und ich zeige euch natürlich, was ich jetzt alles gekauft habe. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe einmal alle Zutaten für Käsespätzle mitgenommen. Und zwar sind es einfach Spätzle. Ich nehme mal ein Kilo. Das reicht bei uns dann immer 2 Tage und ich koche halt gern für 2 Tage. Dann habe ich noch einmal Emmentaler gerieben und einmal Gouda gerieben mitgenommen für die Käsespätzle und natürlich auch Schlagsahne. Genau, das habe ich mitgenommen. Dann, wie mache ich weiter? Dann habe ich einmal alles für Sandwich Toast mitgenommen, also das, was man da so zusammenquetscht. Ich nenne das immer Quetschertoast. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, im Sandwichmaker, das, was man da macht. Dafür habe ich einmal diese Toastscheiben hier mitgenommen, 2 Packungen. Dann einmal Salami. Wir mögen das nur mit Salami, deswegen habe ich da eine mitgenommen. Und natürlich auch Sandwich Toast. Genau, das habe ich einmal mitgenommen. Das gibt es bei uns zu Abendessen. Dann habe ich Pizza mitgenommen. Einmal Pizza, Salami und einen Flammkuchen. Ich muss sagen, die Pizza, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, war jetzt nicht so meins. Aber das ist ja auch immer alles Geschmackssache. Aber ich bleibe lieber bei meiner Salami-Pizza. Da kann man nichts falsch machen. Deswegen habe ich das einmal mitgenommen. Dann mal in der Lidl-App ein Angebot. Und zwar für Eis. Wenn man 1 kauft, also wenn man 2 kauft, kriegt man 1 gratis. Das ist mir jetzt leider aufgegangen beim Einpacken. Und genau, deswegen habe ich das mitgenommen. Einmal mit so Wassereis hauptsächlich und einmal mit so eher ein bisschen Milcheis. Ja, habe ich jetzt halt nochmal mitgenommen. Es ist ja noch Sommer, deswegen, oder heiß, deswegen dachte ich, das geht schon nochmal. Dann wird es diese Woche einmal Käse-Lauchsuppe geben. Deswegen habe ich Hackfleisch mitgenommen, gemischt. Einmal diesen Kräuterstreichkäse, der kommt dann da in die Soße rein. Aber man braucht für das Rezept 250. Dadurch, dass da aber nur 200 drin sind, habe ich gedacht, ich nehme noch die hier mit. Da ist ja auch dieser Kräuterkäse drin. Und dann nehme ich einfach noch 2 so Päckchen. Dann habe ich auch 250 und den Rest essen wir halt so, dachte ich. Und auch für die Suppe braucht man so einen Schmand, einen Becher. Und natürlich Lauch. Da habe ich jetzt 4 Stangen mitgenommen, weil der diesmal recht dünn war. Und ja, ich liebe das, wenn da viel Lauch drin ist. Genau, deswegen wurden es da 4 Stangen. Dann habe ich einmal Mini-Frühlingsrollen mitgenommen. Die gab es endlich mal wieder bei uns im Lidl. Die waren jetzt monatelang immer ausverkauft. Und heute konnte ich eine Packung ergattern. Deswegen durfte da eine mit. 10 Eier habe ich mitgenommen, dass wir mal wieder Frühstückseier machen können. Da hatte ich richtig Bock drauf. Dann unser Joghurt, um das mit Müsli zu essen. Oder mit Äpfel, da habe ich jetzt auch nochmal 2 mitgenommen. Banane ist auch sehr lecker, habe ich jetzt ja nicht dran gedacht. Egal, kann ich auch so nochmal frisch holen. Dann gab es 2-mal Mozzarella, darf bei uns ja auch nie fehlen. Und wir machen hier üben weiter. Auch für aufs Brot gab es einmal Teewurst. Und wie immer unseren Almzeitkäse. Der ist einfach so, so lecker. Und genau, deswegen musste der unbedingt mit. Für jetzt zum Essen habe ich mir diesen Wurstsalat Schweizer Art mitgenommen. Ich mag den total gern, aber ich mache da immer selber noch ein bisschen Salz und Essig rein, weil ich das halt dann lieber mag. Das ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich verfeine mir den dann damit noch. Und Brötchen habe ich noch mitgenommen. Einmal zum Wurstsalat und auch so zum So-Essen. Und zum Schluss habe ich mir noch das hier mitgenommen. Einen Multizerkleinerer. Ich bin da so ein bisschen rumgelaufen durch den Lidl. Und da war dieses Mal wieder ganz viel Angebot und Aktion. Und da habe ich den gesehen und dann dachte ich mir, ich will den haben zum Zwiebeln zerkleinern. Wenn man zum Beispiel Spaghetti Bolognese oder so macht, dass ich die Zwiebeln nicht immer per Hand würfeln muss. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle, aber laut dem Bild schon. Und deswegen wollte ich den haben. Der hat 5,99 € gekostet und ja, den habe ich mir jetzt mitgenommen. Ich hoffe, dass er funktioniert. Ihr könnt mir immer sagen, ob ihr sowas zu Hause habt und ob das gut funktioniert oder ob ich da jetzt an Mist gekauft habe. Und irgendwie ist es dreckig, ne?
Naja, egal, die ist ja nur die Verpackung. Genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, ihr könnt mir sagen, ob ihr sowas auch zu Hause habt oder Erfahrungen damit oder ob ich da jetzt Mist gekauft habt und das war's auch schon. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch mein kleiner Lidl Food Haul heute trotzdem wieder gefallen hat und das ist er, würde ich mich für dieses Video heute an der Stelle bei euch verabschieden und wünsche euch alle noch eine gute Zeit. Tschüss!